Ja, moin, hier ist wieder euer unignorierbarer Kundendienst und zwar mit einer neuen Reihe Blockadetagebuch. Hier, das Video kennt ihr wahrscheinlich schon, das ist vom Kanal und das heißt Überfahr ihn, gib Gas. Das schreit der Bauarbeiter, der da eben war, könnt ihr euch nochmal ansehen. Hier seht ihr ein Auto, was halt gegen Menschen fährt, das Übliche, ihr seht das Nummernschild, ihr seht auch übrigens die Firma und die Telefonnummer und die Gesichter. Scheint ja die wenigsten Leute zu stören, scheint ja Common Sense zu sein, dass man Leute anfahren darf und jetzt seht ihr auch die, die aussteigen und sich schon fertig machen, um hypermännlich zu sein. Das Problem ist, es ist eine Laufblockade. Das heißt, wegziehen bringt auch gar nichts und außerdem sitzen nur zwei Leute und sie ist am Anfang. Das heißt, die fahren jetzt einfach vorbei. Schade, keine Gelegenheit für Gewalt. Gut, jetzt geht's weiter. Und zwar ist es jetzt so, dass man sieht, dass ein Zivilpolizist kommt. Das schreit er zumindest. Es ist aber so, dass die anderen jetzt rufen. Zeigen Sie einen Ausweis und der sagt, ich habe zu tun, was ein bisschen lustig ist. Aber er sieht ja auch so ein bisschen aus. Das ist ein Hermannplatz am Neukölln, wie halt so ein Neukölln-Typ, aber ein bisschen zu sauber. Und jetzt habt ihr das gesehen. Dieser Typ hier im grauen Hoodie, der da angerannt kam, das war so ein bisschen der Oberpolizist, wurde eben von einem Smart angefahren, touchiert. Stellt euch mal vor, das würdet ihr machen irgendwann anders als wenn die letzte Generation gerade was macht. Da würdet ihr richtig, richtig Ärger kriegen. Da darf man das aber anscheinend machen. Das finde ich eine krasse Prioritätensetzung. Im Rechtsstaat Deutschland darf man die Polizei anfahren, solange die letzte Generation ist. Natürlich, Disclaimer, fahrt bitte nicht die PolizistInnen an. Das ist schlecht, sollte man nicht machen. Aber es sagt ziemlich viel über den Zustand einer Demokratie aus, wenn das so wichtig ist, dass ein paar Leute von der Straße runtergehen, die für ein grundgesetzliches Anliegen protestieren, nicht so wichtig wie jemanden anzufahren. Und hier seht ihr Tagio Müller, das habe ich auch nochmal reingeschnitten, wie er mit diesem Polizist redet, wie er versucht, der wollte unser Interview überwachen und er sagt gerade, ein Bart würde ihm besser stehen, er macht ihn schwul an. Tagio Müller steht auf eine Menge Leute offensichtlich. Und jetzt habt ihr ja einfach irgendeine Neukölln-Doku, die so ein bisschen da ist. Ein bisschen, yeah, krasses Neukölln-Zeug über Ghettoisierung und Feuer und so weiter, während ich erzähle. Kleiner Tipp übrigens, ich wohne in Neukölln. Ist nicht so schlimm, wie die Bild-Zeitung euch das sagt oder irgendwelche Dokus. Hier wohnen ganz normale Menschen. Aber jetzt mal zurück zu dieser Blockade. Das Krasse war nämlich, dass wir uns getroffen hatten und sofort Zivilpolizisten da waren. Das heißt, seit der letzten Blockadephase hat die Polizei hier ganz schön aufgerüstet. Irgendwer hat gefragt, ist das unser Sachbearbeiter? Und da saß dann ein Typ, ich glaube, das war sogar der die da von der Straße gezogen hat, auffällig, unauffällig dort, wo normalerweise die Ticker, also die Drogenhändler, sitzen. Die waren aber alle weg. In dem Moment, daran sah man das schon. Es war dann auch so, dass vier von den sechs Leuten, die auf die Straße gehen wollten, abgefangen wurden. Zwei allerdings nicht. Das waren diese zwei, die ihr da gesehen habt. Und die beiden haben das im Alleingang geschafft, nochmal Blockaden zu machen. Und zwar, ich habe die erst nicht gefunden. Ich bin zu einem anderen Ort gerannt, wo ich dachte, dass was wäre. Und dann wurde ich von der Polizei angehalten und kontrolliert. Ja, da gibt es auch ein Video von auf dem Kanal. Und die waren sehr freundlich. Allerdings lief auch die ganze Zeit meine Kamera und haben meinen Presseausweis überprüft, der natürlich echt ist. Und das Interessante war aber, dass sie mich dann gefragt haben, wieso ich die Kamera laufen lasse. Und ich meinte, das mache ich immer. Wie Oliver von Dombrowski, glaube ich, sagt in seinem Buch, dass der Vorsitzende der Gewerkschaft Polizei Grün, eine Polizei in einem demokratischen Rechtsstaat sollte keine Angst davor haben, dass man sie filmt. Ganz im Gegenteil, wenn man sich an die Gesetze halten will und an die Vorgaben der Polizei, zum Beispiel keine Schmerzgriffe, dann sollte man keine Angst vor einer Kamera haben. Die waren dann auch im Endeffekt sehr, sehr freundlich und haben mir dann noch viel Glück bei meiner Pressearbeit gewünscht. Das war ganz nett. Aber es ist natürlich so, dass es wahrscheinlich anders ausgesehen hätte, wenn ich jetzt nicht zum Beispiel meine sozioökonomische Gruppe wäre, nicht weiß wäre, sonst was, weiß man ja nie. Trotzdem bin ich dann zurück dort, wo die anderen eingekesselt waren am Hermannplatz und habe gesehen, dass auf einmal Polizei da ist und die anderen beiden, die ihr eben gesehen habt, hatten dann auf der Karl-Marx-Straße eine Blockade gemacht. Ich habe nur noch gesehen, wie die runter sind und ja, dann waren die auf einmal weg und dann hielt ein Polizeiwagen neben mir mit einem sehr jungen Polizeibeamten und fragte mich, wo die hin sind und ich meinte, keine Ahnung und er meinte, die können sich doch nicht in Luft aufgelöst haben, was eine gute Feststellung war. De facto war das aber so. Ich bin dann noch ein bisschen rum und habe sie wieder gefunden und danach war die Szene mit dem Polizeiwagen, die ihr da gesehen habt, beziehungsweise mit dem Bauarbeiterwagen und dann der Polizei. Das Interessante daran war wiederum, dass Tagio Müller hat das in seinem Interview sehr gut zusammengefasst.
Es herrschte eine unfassbare Atmosphäre da am Hermannplatz morgens. Es war alles voller Zivilpolizisten. Ich stand teilweise bei Karstadt gegenüber von den eingekesselten Leuten und rechts und links von mir standen 5 Zivilpolizisten. Das war ganz lustig. Der Trick ist, immer eine Kamera rausholen, dann verschwinden die quasi, also dann springen die richtig weg. Ich habe mittlerweile so viele Aufnahmen von Zivilpolizisten, ich kann da eine ganze Kartei machen. Aber es geht ja nicht gegen die Polizei, es geht gegen die Regierung. Ja, und das, was natürlich schade ist, ist wieder, dass so viel Geld dafür verschwendet wird, so eine Art Katz- und Maus-Spiel, wie so einen schlechten 70er-Jahre-Agentenspiel zu machen, Agentenfilm zu machen, nur um friedlichen Protest zu kriminalisieren. Und er ist nicht kriminell. Gestern kam raus, dass die Aktion, wenn ihr euch erinnert, von 2 Müttern, die sich im Naturkundemuseum festgeklebt haben an einem Dinosaurier, nicht strafbar ist. Das Museum hat sogar damals gesagt, dass sie die Aktion verstehen und die Ziele nachvollziehen können, hat trotzdem Strafanzeige gestellt, was ich irgendwie ein bisschen lustig fand. Ich habe die auch angeschrieben, haben sie aber nichts gesagt. Der Punkt ist, ganz viele Journalisten haben mich auch angesprochen, dass sie mehrmals kontrolliert werden, dass es eine richtig fiese Stimmung ist. Und das hat Tarja Müller sehr gut zusammengefasst, das möchte ich hier nochmal sagen. Es darf kein Polizeistaat Leid werden, oder das Leid kann man auch weglassen, nur wegen friedlicher Proteste. Jetzt für alle, die aufs Klima scheißen und sonst was, stellt euch mal vor, irgendwann werden demokratische Freiheiten eingeschränkt, ja? Zum Beispiel Frauen dürfen nicht mehr wählen oder irgendwas anderes, was euch halt, was euch gegen den Strich geht. Und dann wird so darauf reagiert. Wäre das in eurem Sinne? Das ist die Frage, mit der ich euch hier mal lassen will. Dann vielen Dank. Das war Blockade-Tagebuch von eurem Unignorierbar-Kundendienst. Bis denne!